Verkehrspolitiker werden von ihren Kapitalistenkumpels gemästet, die diesem Land das Herz aus der Brust reißen. Genau. Richtig. Ja, wie ihr bin ich hier, um hart zu arbeiten, eine Familie zu ernähren, für ein besseres Leben. Dann haben sie gesagt, Dylan, wir brauchen dich für unseren Krieg. Und ich zog los, um mit 150.000 anderen Iren für Lincoln zu kämpfen. Gegen andere Amerikaner und andere Iren. Ich tötete Männer, die es nicht verdient hatten. Und sah zu viele meiner eigenen Brüder sterben. Wir haben gewonnen. Und haben die verfluchten Sklaven befreit. Gott segne sie. Aber die sind nicht zurück nach Afrika. Nee. Die kamen in den Norden, um uns die Arbeit wegzunehmen. Na danke. Und jetzt holen sie noch ganze Schiffsladungen von Chinesen her. Weil die Reichen, für die wir den Krieg gewonnen haben, uns keinen anständigen Lohn zahlen wollen. Inzwischen habe ich begriffen, dass dieses Land nie aufhören wird, weitere Untermenschen zu suchen, die unsere beschissene Arbeit billiger als wir machen können. Aber ihnen ist nicht klar, was das kosten wird. Denn auf lange Sicht wird sie das ihr verdammtes Land kosten. Wir haben für dieses Land gekämpft und geblutet. Und nun werden wir es vor sich selbst retten. Und wenn das noch ein scheiß Bürgerkrieg bedeutet, soll es mir recht sein. Hauptsache ist, die Chinesen kommen weg. Die Chinesen müssen weg!